Spielertrainer Artuk Özbakir empfängt mit seiner TSG Niederrad den FC Posavina Frankfurt. Ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Tabellenführer fehlen Özbakir aber einige wichtige Spieler. Bei Uno Götürmen steht die Hochzeit bevor. Der Topscorer befindet sich auf seinem Junggesellenabschied in Ungarn. Schlechtes Timing, könnte man meinen. Posavina hat jedoch auch einige Ausfälle zu beklagen. Allen voran den verletzten Kapitän Piljic. Doch 15-Tore-Mann Goran Juric und Sturmkollege Angelos Baleta sollen wie gewohnt für Gefahr sorgen. Ab in die Partie. Denn die nimmt sofort Tempo auf. Özbakir schickt Tesfa Mikael direkt auf die Reise. Aber der Ball ist für den Winterneuzugang zu lang. Dass der Neue aus Elsporn gleich richtig Lust hat, erkennt man sofort. Tesfa Mikael bittet zum Tänzchen und bringt die Bank zum Grölen. Am Ende bleibt ein Freistoß, die Auswirkung harmlos. Was macht der Spitzenreiter? Marko Sudic zeigt, was er in der zweiten kroatischen Liga gelernt hat und begrüßt Torwart Bosniak in seinem ersten Spiel für die TSG. Die Zeit bis zur nachfolgenden Ecke nutzt Horst Weiß sinnvoll und entledigt sich bei schönstem Frühlingswetter seines Unterhemds. Doch bringt das wirklich die nötige Frische für die Offensive? Der agile Tesfa Mikael versucht es wieder über die rechte Seite und zeigt, dass er nicht nur tricksen kann. Der starke Flügelwechsel verschafft der TSG ein wenig Platz. Der Ball rutscht durch. Und da ist das Ding! Mike Weiß mit dem 1-0 für die TSG. Der frühere Spreuzer wird natürlich als erstes von seinem Bruder Horst beglückwünscht. Dritter Treffer im vierten Spiel und das bei seinem ersten Startelf-Einsatz für Niederrad. Kurz darauf leitet Zehner Hakan Akoc auch schon den nächsten Angriff ein. Der frisch aufgelegte Weiß fühlt sich vom Treffer seines Bruders herausgefordert und peilt das Tor an. Doch im letzten Moment wird er entscheidend gestört. Die letzte Szene des ersten Durchgangs. Die Führung für Niederrad geht in Ordnung. Das Spiel ist geprägt von großem Einsatz und vielen Zweikämpfen. Da kommt es auch zu dem einen oder anderen Foul. Mittendrin Artuk Özbakir. Schiedsrichter Patrick Glaser aus Wiesbaden wird bei diesem Spiel auf jeden Fall nicht langweilig. Es gibt einiges zu besprechen. Das hatten die kroatischen Gäste von Posavina anscheinend auch in der Kabine. Denn die Mannschaft ist nach dem Seitenwechsel viel engagierter und elanvoller. Der eingewechselte Pavo Zivkovic hat Platz, spielt mit Sicht dem Gegner und Topscorer Juric Flipper. Und schon steht es 1-1. Angelos Baleta drückt die Kugel am langen Pfosten zum 10. Mal über die Linie. Da stand der Riesen-BVB-Fan goldrichtig. Dieser Ausgleichstreffer hatte sich ein wenig angedeutet. Die beste rein kroatische Amateurmannschaft Deutschlands kommt immer besser in Gang. Über den rechten Flügel wird Zivkovic freigespielt. Im letzten Moment schmeißt sich Korey Akoc in den Kreativspieler hinein. Klarer Elfmeter, doch Schiri Glaser sieht das Foulspiel außerhalb des 16ers. Glück für die TSG. In der Schlussphase versucht es der Tabellenführer mit hohen langen Bällen und über Standards. Zivkovic bedient mustergültig, doch Juric im wahren Leben Monteur hat heute nicht seinen besten Tag. Sonst hätte es da wahrscheinlich geklingelt. Unentschieden heißt es am Ende. Ein gerechtes 1-1 nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Taktgeber Artuk Özbakir ist nach einer ordentlichen Leistung im Aufstiegskampf mit der Punkteteilung nicht zufrieden. Posavina bleibt dank Sachbearbeiter Angelos Baleta weiterhin ungeschlagen an der Spitze.